Impedanz Z von P. Das ist ja gerade der Kehrwert der Admittanz. Das ist 1 durch G plus JB. Na? Und da müssen wir halt jetzt aufpassen, wenn wir Betrag und Phase ausrechnen wollen. Ja? Also wir können das jetzt hier einfach aufschreiben. Das ist dann 1 geteilt durch 1 durch R plus J mal Omega C minus 1 durch Omega L. Das ist also unsere Impedanz. Ja? Und es ist halt nicht ohne weiteres möglich, ja, durch eine komplexe Zahl zu teilen, ja? Sondern wir müssen diesen Nenner der komplexen Zahl reell machen. Ja? Also, um die Division auszuführen, muss der Nenner reell sein. Und das heißt, wir multiplizieren Zähler und Nenner mit dem Komplexkonjugierten. Also bekommen wir hier oben 1 durch R minus J Omega C minus 1 durch Omega L geteilt durch 1 durch R plus J Omega C minus 1 durch Omega L mal 1 durch R minus J Omega C minus 1 durch Omega L. Ja? Das ist also das Komplexkonjugierte, und wenn ich eine komplexe Zahl mit ihrem Komplexkonjugierten multipliziere, erhalte ich das Betragsquadrat. Ja? Dann steht hier unten also 1 durch R minus J Omega C minus 1 durch Omega L dividiert durch 1 durch R Quadrat, ja, plus Omega C minus 1 durch Omega L in Klammern zum Quadrat. Also ist der Realteil von Z von P, der ist 1 durch R geteilt durch 1 durch R Quadrat plus Omega C minus 1 durch Omega L Quadrat. Und der Imaginärteil von Z von P, der ist minus Omega C minus 1 durch Omega L geteilt durch 1 durch R Quadrat plus Omega C minus 1 durch Omega L zum Quadrat. Ja? Das ist also unser Real- und Imaginärteil. Und sieht natürlich nicht ganz so niedlich aus wie das von der Admittanz. Aber das ist ja schon bei den Widerständen bekannt gewesen. Wenn ich Parallelschaltungen habe, kann ich viel besser mit den Leitwerten rechnen. Das entspricht dem Komplexen den Admittanzen als mit den Widerständen selber. Deswegen sieht das hier ein bisschen weniger gut aus. Ne? Okay, wir können das noch ein bisschen umschreiben. Der Realteil von Z von P, den können wir wieder als G schreiben, geteilt durch G Quadrat plus B Quadrat. Und der Imaginärteil von Z von P, ja, der ist wirklich etwas schwieriger. Das ist nämlich minus B geteilt durch G Quadrat plus B Quadrat. Ja? Also das sieht noch etwas besser aus. Interessant ist es jetzt, wenn wir wieder Betrag und Phase bestimmen wollen, um das Ganze in Polardarstellung zu machen. Z von P, nun, das ist nichts anderes als 1 durch den Betrag von yp. Und das ist 1 geteilt durch die Wurzel aus g Quadrat plus Omega C minus 1 durch Omega L in Klammern zum Quadrat, oder 1 durch Wurzel aus g Quadrat plus b Quadrat. Das ist der Betrag. Ne?
Interessanterweise müssen wir jetzt noch die Phase bestimmen. Phi von z von p, das ist der Arcus-Tangens vom Imaginärteil, also minus b geteilt durch g Quadrat plus b Quadrat geteilt durch den Realteil, und das ist g geteilt durch g Quadrat plus b Quadrat. Und da kann ich wieder was wegkürzen, nämlich das hier, das fällt weg. Und dann bekomme ich für die Phase von z von p minus Arcus Tangens, weil der Arcus Tangens vom negativen Argument ist der negative Arcus Tangens vom positiven Argument b durch g. Wenn wir da nochmal zurückblättern, das ist ja nichts anderes als Arcus Tangens b durch g. Und das gleiche kriege ich als Winkel auch für die Phase der Impedanz, nur mit negativen Vorzeichen. Und das bedeutet, wenn ich das hier ins Koordinatensystem eintrage, dann habe ich hier meinen Realteil und hier habe ich meinen Imaginärteil. Dann bekomme ich hier für meine Admittanz, ja, diesen Vektor, und hier ist der Phasenwinkel von yp. Ja, und die Impedanz hat ja praktisch gerade die inverse Länge. Ja, das heißt, wenn der lang ist, ist die Impedanz kurz, ne? Und der Winkel ist identisch. Ja. So, vielleicht sowas in der Art, ja. Z von p, und hier ist der Winkel phi von z von p, und phi von z von p, das ist nichts anderes als minus phi von yp. Das bedeutet, bei der Polardarstellung von Admittanz und Impedanz wird die Sache viel übersichtlicher. Die Formeln hier sehen ja etwas abstoßend aus, ne? Wenn ich auf die Polardarstellung gehe, muss ich einfach die Länge durch 1 durch die Länge ersetzen und muss die ganze Geschichte an der reellen Achse spiegeln. Und dann kriege ich sofort den komplexen Scheinwiderstand, die Impedanz in Polardarstellung. Okay? So, diese komplexe Impedanz in Polardarstellung, wie gesagt, die unterscheidet sich nur sehr unwesentlich von der Admittanz, weil wir nur die Länge skalieren müssen und den Winkel ins Negative drehen müssen.